So, und da sind wir auch schon wieder am Start. Heute wird es sehr, sehr laut. Es wird V8-ig. Es wird ziemlich krass, denn ein Auto ist dabei. Das haben wir schon mal besprochen. Und da hast du mir auch gesagt, ich darf es mal fahren. Das stimmt. Hi, wir kennen es noch nicht. Hi. Jean-Pierre. Peter. Peter. Geht's fit? Ja. Oh, frische Haare hast du, Peter. Dankeschön. Gleichfalls. Dankeschön. Gleichfalls. Das war so, findest du es gut oder findest du es nicht so gut? Wie kommst du in den Haaren? Ja, schon länger. Also die Haare? Ja, nein, nein, auch die Frise auf jeden Fall. Ja, ne? Ja, fast 20 Jahre. Skater? Ja, BMXer. Ne? BMXer, ja, okay, ist das gleich in grün. Ja. So. Du bist aber auch, ne? Ja, ja. BMXer erste Stunde. Ehrlich? Ja. Schon cool. Wie alt bist du jetzt? 54 bald. Dieses Jahr noch. Da gab es schon BMX? 79, habe ich angefangen. Ehrlich jetzt? Ja, ja. Okay, da war ich null. Also Minus. So, hast du mitgebracht? Ich kenne ein paar Fahrzeuge. Also darauf bin ich ganz gespannt, aber darüber reden wir gleich. Mhm. Sondern das ist ja ein Auto, wo Peter sich verewigt drin hat, wo er fast den Türgriff abgerissen hat. So, GSI? Ja. Ist das ein originaler so? Das ist ein ganz originaler. Der wurde ganz zum Schluss so gebaut mit Irmscher. Mit Irmscher zusammen? Ja. Also Opel und Irmscher? Genau. Boah. Der hatte auch schon ein Getra 5-Gang-Getriebe. Ach was. Mit dem 2 Liter E und 110 PS. Das heißt, dann ist es nicht mehr ganz so blind, weil was manche ja von denen hatten ist, dass wenn du den Schaltknopf aus der 1 rausnimmst, dass dieser Bereich zwischen 1 und 2 ja schon so ein bisschen Freiflug war. Das ist schon alles ein bisschen schön geführt und Rückwärtsgang ohne Sperre, ein bisschen mehr Widerstand. Mhm. Und das ist das Getriebe, was viele gerne in die alten Modelle einbauen, weil es kompakt ist, gut reinpasst. So, das Auto kommen wir auf den Park. Wir machen nochmal Szenen rein. Auf dem Parkdeck sind wir hier mit ein bisschen steil gegangen. Was auch ganz gut klappte. Komm ran, Schätzi! Ich bin schon da! Oder warst du gerade noch ohne Biken? Nein. So, dann haben wir den Manta GSE noch dazwischen stehen und das Paradestück daneben, den GSI. Den SR. SR. Genau. Der grüne SR. Wobei der auch ganz leicht modifiziert wurde. Der hat auch ein 5-Gang-Getriebe. Das gab es aber nicht. Gab es nicht, original. Und das mit dem Vinyldach, das gab es so? Das ist original. Ehrlich? Die Lackierung, also die Farbe, der Zierstreifen, die schwarze Haube, das gab es alles damals, so wie er hier steht. Wenn man genau guckt, sieht man, dass die Felgen ein ganz kleines Stückchen breiter sind. Das sind ungeschweißte Stahlfelgen. Der sieht ganz gut aus. Was kostet sowas gebraucht? Ich denke, heute wird man da schon so 15.000, 20.000 Euro ja? in die Hand nehmen müssen, ja, für so ein Auto. Ist das hier auch original? Das ist original. Der Winkel so? Absolut, ja, 100%. Steht ganz gut, ne? Ja. Ich finde die Farbe auch geil. Wie viel Leistung hat er jetzt? Der hat noch original 90 PS, also noch den originalen Motor. 1.9S. Was hältst du davon, wenn wir ein Rennen machen? Der Elektro gegen ihn hier die Gerade runter. Wer fährt? Du. Du fährst einen von beiden, ich fahre einen von beiden. Wir können es mal probieren, ja. Weil dann würde ich, glaube ich, nämlich im zweiten losfahren. Mhm. Ja. Ne? Besser, ja. Ich denke auch im zweiten los. Ja. Das, glaube ich, das machen wir gleich. Und dann kommen wir zu dem Parade. Prachtbolzen. Ein Auto, was in deiner Aufstellung mich echt hart umgeschöpfert hat. Und zwar egal was. Farbkombi, nicht nur wegen Dortmund, aber ich finde, es steht einfach mega geil da. Rad-Reifen-Kombination ist ein hundertprozentiger Volltreffer in die Fresse. Dann hat der, wie viel Leistung hat er? Kleines bisschen über 200 PS. Kleines bisschen über 200 PS. Und er hat welchen Motor? Ein 2 Liter Vierzylinder. Ach, der hat gar keinen V8? Nein, nein, nein. Der war so laut und hat den Vierzylinder? Der war so laut, der ist so laut, ja, ja. Dein Ernst jetzt? Das ist mein Ernst, ja. Mach mal Haube auf. Ja, das ist richtig cooler deutscher Dragster-Shit. Also, das ist schon, also der ist super bossy. Krass. Hörst du, egal wo du dich im Werk befindest. Hörst du den, ne? Wenn Jens den anlässt, weißt du genau, alles klar, die schwarze Witwe ist. Die haben damals unheimlich Ahnung gehabt, was sie da machen oder was sie machen wollten. Und haben hier oben bei diesem, den Wasserkasten hier umgebaut. Zum Luftfilter, ne? Als großer Luftsammler, ja. Und wenn man hier die Form sieht von dem Oberteil, da sieht man auch, dass sie ein bisschen kleiner wird, da wird die Luft dann noch schneller, dass der vordere Vergaser auch. Ja, dass die Verteilung halt gleich genau. ist. Ne? Also wir haben hier mehr Luftmasse, aber hier eine höhere Beschleunigung und so denke ich mal, ist das Verhältnis vor den Weber-Vergasern gleichmäßig. Geil. Das Schöne ist, das Auto wurde zu einer Zeit gebaut, wo man keine
Tuning-Teile kaufen konnte, die gab es noch nicht für den Motor. Der Weber-Vergaser war das klassische Tuning-Teil eigentlich. Ja, aber die Ansaugkrümmer zum Beispiel, nee, das gab's nicht. Ja, ja, ja. Guck dir mal, schleift der? Also viel Platz ist nicht mehr dazwischen. Aber der schleift aber nicht. Weil guck dir mal an, wie das steht. Bist du sicher, dass man den fahren kann? Man kann den fahren, ja. Ernsthaft? Ja. Und auch vorne so? Das Auto hat hinten keinerlei Seitenbewegung mehr. Das ist alles Reifen. Durch die Hinterachsführung so abgeändert worden. Da ist kein Panhardstab mehr drin. Ah, ich sehe es. Ja, 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 ja. Und das ist alles mit Uniball, spielfrei. Krass. Tut dem Auto gut, wenn man das Originale kennt dagegen. Also das Auto ist ja original sehr komfortabel und weich und auf Komfort ausgelegt. Und das nicht? Das nicht. Was man hier schön sieht, ist das Umschweißen, ne? Siehst du das hier? Hier ist abgetrennt. Mhm. Und das ist das originale Außenstück, was mal da war. Und dann kommt der Ring hier rein und dann wird das verschweißt. Und das ist jetzt wie breit? 8,5, 8? Also original war es 4,5 oder 5. Breit. Original. 4,5. Und jetzt ist es 9. Also ist doppelt. Original ist 4,5. Die ganz frühen hatten 4,5. Und dann 5. Und dann 5. Ja. Asphaltrennscheiben, ne? Das ist ja echt krass, ne? Wenn du überlegst, dass ein heutiger richtiger Sportwagen, ne, fährt 12, 4,5. Also das Rad würde jetzt so in ein normales Auto nicht reinpassen. Nein. Aber die haben die unteren Achslenker, die sind ausgeschnitten in dem Bereich, wo die Felge ist. Damit das reinpasst. Also die haben da richtig, die sind ins Detail gegangen. Wann wurde der Wagen so gebaut? 67. Also ist das nicht irgendwas, nein, was ihr jetzt gemacht habt? Nein. Sondern 67, ja, stand der so da. So wurde das Auto 67 gebaut. Im Werk. Im Werk. Ui. Ja. Ist das geil. Also auch mit den mattschwarzen Stoßstangen. Ja. Nee, Digga. Ey. 67 war einer da, ne? Also 67 war einer da, der echt fit ist. Ja, jetzt ist er nicht mehr da. Also 67 mattschwarze Stoßstangen. Der konnte was, der Kollege. Der hat dann diese Pop-Art-Autos gemacht bei Porsche. Ah, okay. Unter anderem, ja. Ich würde sagen, wir starten erstmal in die Runde mit unserem wunderschönen kleinen Drag Race. Wir lassen ihn warm laufen, den SR. Und dann fahren wir hier runter. Also nicht durchziehen, sondern wir fahren einfach. Wir bestimmen das von wo nach wo. Okay? Wollen wir erstmal so einen Probe laufen dann oder gleich. Ja, wie du. Ja. Wie es dir geliebt ist. Nee, wir fahren ja keine Runde, wir fahren nur geradeaus runter. Ein Stückchen hier runter, ja. Ja. Gut. Ganz locker. Dann machen wir. Locker, entspannt, flockig. Los geht's. Flo! So. Ich bin nervös! Ich bin gespannt! Ja, ruhig, Pluto! Der macht Welle. Kann ich nicht. Ich mach keinen. Ich mach. Ding, ding, ding. Kammstraße, nächster Halt. Ja, ich mach Platz, ne? Ja, mach mal Platz. Moment, wie ich nämlich dachte. Ja. Pass auf, wir machen noch mal und ich fahre in der 3 los. Aber ist schon krass. Der Manta ist halt unter 1000 Kilo. Er hier wiegt, denke ich mal, schon seine 1200, 1300 Kilo, denke ich mal ungefähr. Im ersten Moment ging der SR ging ab und ich habe verkackt. Jetzt mache ich im dritten. 3, 2, 1 und los! Das war geil! Das war ganz knapp! Das war geil! Das war geil! Da siehst du halt genau, wie es gehen kann. Jetzt machen wir noch eins. Und zwar jetzt mache ich die Gänge durch. Jetzt schalte ich. Jetzt hole ich das Maximum raus aus dem Elektroantrieb. Und wir schalten die einzelnen Gänge. Wir machen noch eins! Jetzt schalte ich. Jetzt gewinne ich easy. Dein Wort in Gottes Ohr. So, wir machen noch eins. Ja. Jetzt fahre ich aus der 1 und schalte die Gänge. Okay. Jetzt müsste es klar sein. Schauen wir mal. Was schauen wir mal? Okay. Fertig? Ja. Okay.
Okay. 3, 2, 1, genau. Nächste Mal. Klare Sache. Drehmoment. Ja. Ja, ist geil zu sehen. Sowas macht echt Bock. Das macht echt Laune. Geil, ne? Aber das ist schon ein geiler Unterschied. Aber was wiegt der ungefähr? 11,40. Ja, gesagt, so 12, 13 habe ich getippt. Aber Spaß gemacht hat's. Volles Wort Spaß gemacht. Vor allem im ersten Moment denkst du so, oh oh. Oh, das läuft aber nicht gut. Und dann kommt er doch. Ja, mega. Aber die Kameras waren in falsche Richtung, hast du recht. Ja. Also war falsche Schätzung auf jeden Fall. Ja, war eine falsche Schätzung. Aber trotzdem, das klappt. So, ich würde sagen, wir holen jetzt mal nach. Wir fahren jetzt mal mit dem Rallye-Manta. Weil im Parkdeck war ja eine Sache. Und jetzt fahren wir beide mal. Und der Türgriff bleibt dran. Ich versuch's. Fahren wir eine Runde mit dem Rallye-Manta. Los geht's. So, es geht weiter im Text. Jetzt geht's quer weiter. Dieses Auto sind wir schon einmal gefahren. Holen uns mal eben ab. Wir haben hier auch einen 2-Liter. 2,4 Liter. Also das war dieser Rennmotor, den jeder haben will. Den gucken Sie mal an. So, das Ding kostete noch mal, du hast mir was erzählt. Heute? Ein überholter Motor oder ein gemachter Motor, denke ich mal, würde man heute so 30.000 Euro bezahlen müssen. Flo's Blick an der Kamera vorbei. Mit das Ding? Ja, so in der Richtung, da geht's hin. Ja. Leistung hat der? Der dürfte jetzt so um die 270 PS haben. Das ist krass. Das ist ein Wettbewerbsauto. Mit einem Sportgetriebe, also das alles leichter und stabiler gemacht, das ist schon... Und auch größer, weil wenn man sich wirklich mal für einen 2,4er Saugmotor, guckt man sich den Kanal hier an, okay? Der Kanal. Und man guckt sich mal krümmerseitig an, was da abgastechnisch rauskommt, ist das sehr, sehr, sehr fett. Das ist ordentlich, ja. Das ist wirklich ordentlich, aber der ging auch ordentlich. Ja. Nur wo ich war, konnte ich halt nicht fahren, weil es war einfach nur so klein. Und der Flo zum Beispiel, der fährt nicht so oft mit. Aber wenn er mitfährt, dann... Wenn er mitfährt, finde ich das immer sehr lustig. Okay, wir haben ihn ein bisschen warm laufen lassen. Mhm. Ich bin sehr gespannt, wie sowas wirklich mal in der längeren Kurve sich fällt, weil da sind wir ja nur quer gefahren. Aber ich bin wirklich sehr gespannt. Aus welchem Jahr ist das Auto jetzt? Manta gab es Anfang der 80er Jahre. Ja, aber der jetzt. Also der ist ja auch Rennen gefahren, wie man sieht. Das ist ein Rallye-Auto, ja, genau. Genau, und der hat auch ein paar Erfolge? Das Auto speziell war ein Trainingsauto gewesen. Das war ein Trainingsauto, okay. Ja, ja, trotzdem. Also aber das ist ja zum Beispiel der gleiche Motor, mit dem der Walter Röhrl im Ascona Weltmeister geworden ist. Also so ein Ding, gutes, ne? Gutes Material. Ja. Ah ja. Gutes Material. Ja. Das ist ein gutes Material. Ja. Gutes Alu. Okay, wir steigen ein und fahren mal. Ich weiß nicht, ob wir sowas jemals hier auf der Strecke so gefahren sind, in dem Stil. Heck angetrieben, großer Saugmotor aus den 80ern, das ist schon selten. Let's go. Erster Gang unten links, Sportgetriebe. So, ja, dann rollen wir mal los. Krass, ich glaube, wir haben eine neue Kupplung gemacht. Weil der Wagen sehr PKW-ig fährt. Oh, der fährt aber geil. Und ist das geil? Alter! Ist das krass? Oder? Merkt ist, dass sowas, das ist hier gemacht zum Zerstören. Das ist ein Auto, was einfach nur pure Zerstörung, pur Hass, wie das Auto vom Fahrwerk ist, wenn du es anstellst, wenn du auf dem Bremspunkt bist, wie hoch das Gripniveau ist, was es bringt, wenn ein Auto leicht ist. Die damalige Technologie wäre nicht in der Lage gewesen, ein Auto als Rennwagen zu bauen, bei dem Gewicht, wie die heute sind. Weil die, du musst ja gar nicht so viel können, weißt du?
Eis geht, ne? Also danke Opel, echt, wie viel Spaß das macht, wie doll man sich selbst testet, was man kann. Wir waren nicht schnell, wir waren die ganze Zeit langsam unterwegs. Hat sich nicht so angefühlt. Nein, aber war jetzt nicht so ein M4 oder was ich was, der würde hier mit einem Raketentempo lang schießen und würde für dich halt ganz viel regeln, aber hier fährst du, Also das machst alles du. Also immer wieder faszinierend. Und wie viel geiler das Auto jetzt hier so zu beherrschen und zu benutzen ist, als bei den Aufnahmen, die wir vorher gemacht haben. Auf dem Parkdeck war das alles cool, aber das war ja auch sehr, sehr limitiert. Und so ist das schon echt wirklich ein Träumchen. Und ja, was kann ich sagen sollen? Guck mal, also hier. Guck mal hier. Das ist Motorsport. Zu den Leuten, die sagen, Motorsport ist kein Sport. Das ist es auf jeden Fall. Du siehst auch dementsprechend aus. So. Oh. Flo, du bist komplett blitzschnass geschwitzt. Ja, war gut. Aber die Jungs auch, weil die sich Sorgen machen um die Autos. Okay, der ist zurück. Gut, damit fährt er nicht mehr. Perfekt. Der Wagen ist schon wieder zurück. Meine Kostenstelle. Ja. Und dann gerade, wo ich zurückkam, so. Nein, aber echt danke sehr. Und ich glaube, es ist auch fürs Publikum geil zu sehen, alleine so plump gesagt, wie die Reaktion von mir ist, im Vergleich da drin, im Vergleich zu anderen Autos. Weil das kann ein Auto so nicht in der Neuzeit. Nicht so. Muss man wirklich sagen. Und das ist halt auch, wo Opel auch herkommt. Das alles gehört alles mit dazu. Und dann entwickeln sich Hersteller halt in andere Richtungen. Aber das ist halt brutal. Und jetzt wird es noch brutaler. Wie ich glaube. Ja, jetzt kommt die Witwe. Jetzt wollen wir mal gucken, was noch so geht. Jetzt komm ran! Das ist ja ein Gruppe 5 Tourenwagen. Also das war ja im Renneinsatz. Das ist ein reines Rennauto. Das ist schon mal gut. Aus den 60er Jahren und da war ja alles ein bisschen anders. Okay, Leistung haben wir hier wie viel nochmal? Knapp über 200. Der hat 205 PS. Also deutlich weniger als er. Deutlich weniger, ist auch vom Charakter her, der hat weniger Hubraum, aber auch sehr drehfreudig. Also ist ein Motor, der auch gerne hochdreht. Also jetzt mal ohne Scheiß jetzt. Ja. Was gerade im Manta los war. Ja, das also drehtechnisch, da fliegt mir der Hut weg. Mhm. Ey, wie wenn das... Und du denkst so, ja Mann. Ist ein relativ großer Unterschied. Also beide Autos hier, das ist schon ein leichteres Auto. Noch leichter als der Manta? Der ist leichter, ja. Der hier? 960 Kilo. Lecko funny! Ja. Also 100 Kilo weniger wie das Serienauto, was schon relativ leicht war. Und da sind 100 Kilo nur rausgeflogen? 100 Kilo, ja. Dann war der Original aber schon leicht. Ja, 1060 haben die Zweitürer gehabt. Zweitürer ist eigentlich für mich das am meisten ausgewogene Auto. Das von der Optik? Von der Optik her, ja. Mhm. Und die wurden für den Motorsport genommen, weil sie halt leicht waren und auch stabil. Beim Coupé fehlt... Falls man sich mal so anlehnt. Ja, beim Coupé fehlt hier die B-Säule. Da ist der schon, wie gesagt, stabiler. Ach, der ist komplett ohne B-Säule? Nee, der hat eine. Aber das Coupé hat keine. Ach so, okay. Schön runterkurbeln, hat dann die ganze Seite offen. Boah, sieht der von innen
Ich finde, von innen sieht er wirklich Bad Boy-mäßig. Es gibt auch keinen Tacho, also man weiß nicht, wie schnell man fährt. Das aber das Wichtigste ist auf der rechten Seite der Drehzahlmesser. Und der sieht sehr, guck mal, Flo, also der sieht. Und das war früher alles so. Ganz kurz nachdem das Auto auf den Markt kam, rauskam, direkt dieses Rennauto draus gebaut. Ich habe gerade einen kleinen Lachanfall. Auf dem Überrollbügel beim Beifahrersitz steht Co-Pilot. Ich kann mir das richtig vorstellen, du bist so eingeschlagen. So, Kollege, du bist der Co-Pilot und beim Fahrer steht Pilot. Du hast es verkackt. Guck mal hier. Ja, das originale Auto hatte nur einen Sitz. Das, hier, Pilot. Und du bist Co-Pilot. Warum hat der keine Kopfstützen? Das gab's damals noch nicht. Das kam kurz danach. Das war eine Erfindung, so wie der Anschnallgurt auch. Ne? Also zu der Zeit gab es sowas nicht. Also ich fühle mich jetzt gerade wirklich verarscht, aber ist es wirklich so? Nee. Ja klar, ja. Natürlich. Es gab viele Autos, die wir so kennen, ohne Gurt. Der Gurt war auch eine Option dann am Anfang. Man konnte Gurt mitbestellen oder bestellen. Ja, also es gibt auch Autos, die haben heute noch, die sind befreit, hatten keinen Gurt und dementsprechend keine drin. Ne? Cool, ne? Das war gerade so die Zeit, wo das losging mit diesen ganzen Sicherheitsfeatures. Und man muss auch sagen, die Autos vor diesem Modell, die hatten noch Plattfedern. Also das ist wirklich dann ganz was anderes. Ja. Das ist ganz wild. Mhm. Und der wurde dann als das Sicherheitsauto kommuniziert mit verschiedenen anderen Sachen. Ich finde jetzt schon, wenn man so drin sitzt und das Auto läuft nicht, es ist noch cooler, als man denkt. Es ist echt einfach ein cooles Auto. Ja. Auch die Ausmaße, die Größe, dieser Drehzahlmesser, der einfach sieht aus wie Kunst. Man hat hier im Prinzip so eine gemütliche Familienlimousine genommen und hat die richtig verändert, rangenommen. Und wir werden gleich sehen, wie das so fährt. Das ist schon interessant, ja. Ja, komm. Ja. Ich würde gerne mal die ersten paar Meter selbst fahren, wenn das okay ist. Ja, auf jeden Fall, bitte. Und dann können wir gerade tauschen, nur um ein paar Sachen zu erklären. Das war laut. Noch ein Thema. Der Manta hat für die Zeit, für das Baujahr, relativ gute Bremsen. Das ist hier ganz anders. Weil der war bekannt für schlechte Bremsen. Und wir haben das Auto wirklich komplett original gemacht, so wie er war. Wir haben hier keine Updates oder moderne Sachen. Ja, okay. Das hört sich aber geil an. Hört sich gut an, aber wie gesagt, dem fehlt eine engere Abstufung, dass der Anschluss besser ist beim Schalten. Müssen wir halt mal einfach probieren. Ich fahr mal so, wie ich den bewege. Ja. Das ist aber vom Klang her Wahnsinn. Der hat einen schönen Klang und der hat auch eine unheimlich schöne Leistung oben raus. Ja. So die Kraft, die kommt dann so ab 4,5. Der hat bei 2,5 hat er so ein ganz kleines Loch. Die Überschneidung der Nockenwelle. Noch mal eine Stufe zurück in Sachen Fahrdynamik.
Der Manta ist hier gegen ein M4. Fantastisch, ja. Die Lenkdynamik ist gut, Bremse ist echt wild. Ja. Da müssen wir auch mal, wir müssen was Modernes reinmachen. Das ist auf Dauer, wenn man jetzt so fahren will, dann hat es keinen Tauch. Ich würde dem Fahrzeug auch etwas mehr Fahrhöhe geben. Ich würde auch, ich weiß gar nicht, ob der Stoßdämpfer wirklich arbeitet. Und hinten so das Heck? So also Sperre, also eine Sperre, eine Bremse. Ja, gut, das tut dem Auto gut. Das wäre schon mal fantastisch. Mhm. Dann würde ich den Wagen 2 cm höher machen und dass der Dämpfer anfängt zu arbeiten. Weil so, wenn du den anbremst, kannst du ja wirklich schwer den Bremspunkt dosieren, weil das Fahrzeug vorne auf Block geht, auf den Dämpfer geht. Mhm. Und dann musst du in dem Fuß, ohne das ABS natürlich, musst du halt genau den Bremspunkt treffen. Und dann sind natürlich die Rotationen in dem Reifen krass. Ja. Und dann kriegst du halt diese Furie relativ schlecht um die Kurve balanciert. Mhm. Aber hat Potenzial. Ja, brutal. Also eine Sperre und Radfreigängigkeit. Mhm. Ist, also der Motor ist ja vom Klang und von der Art. Ja. Und ich hätte gedacht, wo du gerade die Leistung sagtest, weil so knapp über 200, da sind wir ja so bei 270 bei dem Manta. Ja. Aber das wirkt sich jetzt hier nicht deutlich schwächer an. Nee. Oder? Oder haben wir ein paar Kilo weniger? Ist schon klar, aber wie viele Jahre liegen dazwischen? Auch nochmal 10. Über 15. 15 Jahre liegen dazwischen. So 15 Jahre Motor, Saugertechnologie sind dazwischen. Und das Ding schreit mir bei 7.500 in die Fresse, dass du dir denkst, ey, bleibt die Windschutzscheibe noch drin? Ist so. Ja, und ich schreie zurück gegen die Windschutzscheibe, um sie drin zu halten. Wie hammermäßig auch sowas funktioniert. Das ist ja keine digitale Einspritzanlage. Nee. Sondern du stellst das Ding ab, machst ihn wieder an und dann funktioniert der Bock. Ja. Also wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Auto. So, ich habe wirklich zu danken. Ich denke, die Leute haben einen guten Einblick bekommen, wie so Rennfahrzeuge von Manta oder von Opel von Manta. Ich bin schon komplett, Manta. Wie so Rennfahrzeuge von Opel sich bewegen in Verbindung mit dem, wir sind ja auch den E-Manta gefahren. Mhm. Wir sind auch den SR gefahren, das quasi das Mutter-Flaggschiff dagegen. Und somit haben wir, denke ich mal, einen schönen Rundumblick bekommen, wie sowas sich amtlich sportlich bewegt. Und es ist wirklich
Krass. Ich bin überzeugt jetzt. Ja, also wollte gerade sagen. Der Opel-Kritiker. Wollte ich gerade sagen, du bist überzeugt. Der Manta hat es dir besorgt. Voll gerne. Gequiekt wie ein Mädchen. Tschüss.